So, und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück. So, mal gucken. Wir waren jetzt gerade hier ja fleißiglich dabei, das Ganze soweit in Schwung zu bringen. Wobei mir einfällt, den Trichter muss ich zuerst basteln. Sonst funktioniert der nicht. So, das heißt, ich brauche auf jeden Fall erstmal wieder Eisen. Habe ich denn noch genug? Das ist jetzt eigentlich so die Hauptfrage. Habe ich denn da noch genug von? Ich weiß es gar nicht mehr. Schrecklich. Habe ich denn, nein, hier habe ich natürlich kein Eisen. Das habe ich wahrscheinlich runtergebracht in die Truhe der Truhen. Da, wo das ganze andere geile Zeug ist. Aber wir haben das ganze Eisen, glaube ich, eigentlich dafür verballert, ne? Verdammt. Ich hatte sowas befürchtet. Ich hatte es befürchtet. Aber ich denke, das müsste noch reichen. Ich glaube, ich brauche 5, ne? Ist hier mit Truhe dazwischen? Na, super. Genau so. Gut, dann nehmen wir hier jetzt einfach kurz einen Holzblock. Sieht ja noch schön aus, ne? Genau. So, und dann das gleich weben. Eine Truhe. Sehr gut. Ja, genau so. Puh, also mal legen. Ja, hier Meditationsklänge, ne? Kannst du mal sehen. Ja, mal so. Genau. Mhm. Genau. Keine Hohlräume, ne? Wollen wir nicht haben. Das heißt, hier muss das Wasser lang fließen. Hm. Wenn es hier lang fließt, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hm, muss das hier so passen. Gut, mal hier kurz probieren. Wir probieren, also wir fangen jetzt praktisch verkehrt rum an, das aufzubauen. Und zwar von dem Punkt, dass wir sagen, okay, wenn wir reinkommen, wollen wir eigentlich gar nicht großartig was sehen. Erstmal. Dann wollen wir eigentlich nur hier abholen. Genau, richtig. So. Vor allem mit dem. Kennt ihr ja, ne? Mhm. Ich hoffe, ich habe mein Eimerchen mit Wasser noch dabei. Ja, sehr schön. Verdammt. So, gucken. Ja, genau, deswegen. Musste, glaube ich, eins weiter hinter. Ich glaube auch. Da müsste es genau passen. Ja, wunderbeknackt. So, das kann dann jetzt schon so bleiben. Beziehungsweise probieren wir das kurz aus. Warte. Ja, genau das. Wie viel sind drin gelandet? Wir müssen jetzt so hier reinschmeißen. Ah, sau viele fliegen drüber hinweg. Ah, so ein Teil bleibt drin, das ist nicht gut. Es sei denn natürlich, wir würden das dann so machen. Dann müsste das besser laufen. Mal gucken. Ah. Und? Oh, sehr schön. Ja, das ist natürlich nicht schön, aber... Okay, ist natürlich jetzt so ein bisschen doof, weil... Sieht halt kacke aus, ne? Aber das können wir auch wieder anders machen. Wir haben noch ein bisschen Holz, habe ich gesehen hier. Akazienholz. Das finde ich, sieht ja immer ganz hübsch aus. Mal einfach hier mit Akazie. So ein bisschen ablenken von der Hässlichkeit dieser Konstruktion. Genau. Ach, verdammt. Echt jetzt? Ah, jetzt zu wenig. Schrecklich. Sehr gut. Ja, geht doch, ne?
wir eigentlich auch gleich. Warte mal. Ja, sieht besser aus. Ist so einheitlich dann auf jeden Fall. Ja, sehr hübsch. Der Rest dahinter ist ja egal, wenn das alles hier Cobblestone ist. Ist das ja echt nicht so dramatisch. Finde ich gut. Sehr schön. Okay, dann habe ich auch schon fast eine Idee, wie wir das hier weitermachen können. Da brauche ich nur ganz viel Akazienholz. Dafür müssten wir Akazienbäume anpflanzen. Ja, machen wir nämlich so hier. Finde ich gut. Verdammt, ich brauche wieder. Oh, ich muss jetzt gleich wieder nächtigen. Weil es schon wieder dunkel wird. So, dann so. Aha, sehr schön. Gut. Wo ist das Bett? Das können wir gleich hier stehen lassen, wenn wir schon draußen wieder arbeiten. So wie wir es früher auch gemacht haben, ne? Haben wir auch mal zum Bett hingestellt und zur Baustelle. Und fertig war. Na komm, los. Tu es. Los. Geht aber schnell unter, ne? Also sieht zumindest so aus. Jetzt. Okay. Aber ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Sehr schön. Wobei mir das jetzt hier noch nicht so gefällt, ne? Dieser Übergang. Ja, ich glaube, das kann man nicht ändern. Aber dafür sieht das dann irgendwie zu cool aus hier. Aber jetzt könnte ich halt nur damit das dann machen, ne? Wobei, das hat auch was. Kommst du rein und so, oh hey! Dadurch sieht es auch so ein bisschen einladender aus, ne? Dadurch, dass es jetzt so offen ist und nicht so, so wie hier jetzt, so ein kompletter Block ist, ne? Ja? Sondern nur so ein Dreiviertelblock, so eine Treppe halt, ne? Vielleicht mache ich die Tür doch noch eins weiter vorne hin. Ich mache das mal kurz so. Ich brauche Schwarzeichenholz. Und zwar. Oh, warte mal, erstmal hier Keks essen. Oh ne, Tomate. Nein. Ja, jetzt komplett falsch, ne? Au, ah, fuck. Ah, verdammt. Nerv eingeklemmt. Das war so die Gerechtigkeit, ja, die zurückschlug, indem sie. Au, verdammt. Ah. Oh, kennt ihr das, wenn man sich dann so dreht und man klemmt sich im Brustkorb dann so irgendwie so links oder rechts so an den Rippen irgendwie so Nerv ein? Ah, verdammt. Ah, oh, das zwiebelt aber was. Alter Schwede. Oh, ein Moment, wo man sich wieder denkt, so, uiuiuiui, ne, da sind wir alt geworden. Was? Ein Zombie gehört? Was war? Einfach nur die Kuh. Die Angst sagt immer mit. So in der Richtung, ja. Oh, die Kühe hören sich aber auch fies an, ey. Zombie-Kühe from outer space. Irgendwie so. Ja, ich habe die Tage Independence Day 2 geguckt. Ja, der ist ja auch schon eine Weile draußen. Und war ja damals nicht so der beliebteste Film. Ne? Kam nicht so gut an. Independence Day 1, damals 96. Ich habe im Kino gesehen. Super, super gut gewesen. Mega geil. Will Smith. Hammer, hammer hart. Das jetzt war. Will Smith hat ja nicht mitgespielt, weil Will Smith das Drehbuch ja damals gelesen hatte, wenn ich mich so richtig erinnere. Und daraufhin dann gesagt hat, nein. So, und man muss sagen, es ist nicht schlecht, aber der Film geht zu leicht durch die Sache durch. Ja? Also wenn ich überlege, damals beim Original, also beim ersten Teil, wie das so nach und nach sich aufgebaut hat, es wurde immer schlimmer und immer schlimmer und sie hatten immer weniger Möglichkeiten und diese Verzweiflung, diese Hoffnungslosigkeit, dieses Ende der Menschheit, was immer näher rückte, wurde dann einem immer bewusster gemacht und diese Dramatik. Und jetzt bei dem Teil ist es einfach nur so, boah, die Aliens kommen, oho, ho, 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 böse, böse. Und dann sind die da und dann
wird geschossen und dann sind sie auch mehr oder weniger schon wieder fast weg. Also es war so, weiß nicht, irgendwie kacke. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Also ist halt, es war jetzt nicht so ein schlechter Film, wo man sagt, oh mein Gott, warum habe ich das geguckt? Das werde ich mein Leben nicht vergessen, weil es sich eingebrannt hat als schlechtester Film aller Zeiten. Nein, das nicht. Das auf keinen Fall. Also es war, ja, solide unterhaltend. Es war unterhaltend. Ja, es war auf jeden Fall unterhaltend. Nicht unbedingt, dass ich sage, ich muss den Film jetzt in meine Sammlung aufnehmen und ihn mir einmal pro Woche oder einmal im Jahr angucken. Das jetzt nicht unbedingt, ne? Aber war okay. Also ich habe auf jeden Fall schon deutlich schlechtere Filme gesehen, was jetzt aber auch nicht unbedingt für den Film spricht, ne? Mhm. Ja. Yep, das ist das Problem. So, also mal kurz gucken. Ah, ich weiß, wie es nochmal. Ja, gerade überlegt, so, wie ich das anstelle. Wie in der Verpackung von dem hier. Aber, da haben wir einfach hier nochmal einen Pfeiler. Und dann ziehen wir das hier so rüber. Genau, bis dahin. Also, wir tun so, als würden wir das bis dahin ziehen. Verdammt, nee, es geht auch nicht. Ah. Nee, wir bleiben drin. Ja, weißt du, ich soll ja hier die Außenwand darstellen. Ah. So eine. Wobei, warte mal. Nee, doch, müssen wir mal wieder umbenennen. Schrecklich. Ich glaube, das andere war richtig, ne? Ja. So. Nein, verdammt. Nicht so. So. Nein, was ist denn gerade los? Boah, ich das hasse, ne? Schrecklich, ey. Ich brauche Glas. Haben wir noch mal Glas? Mal gucken. Ich hoffe es ja, ehrlich gesagt. Wenn dann hier. Ah ja, guck mal, sogar Glasscheiben. Genau die brauche ich jetzt. So, aber ich verabschiede mich erstmal an der Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Mr. Zocker.